Hallöchen Leute, willkommen zurück zur dritten Episode von meinem Let's Play, des Retro-Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ich bin Davy und schaue alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer, Nicht-Abonnenten zu diesem Let's Play zurück begrüßen. Ich habe doch einen Fehler gemacht, ich muss noch was ganz Wichtiges machen, bevor wir hierher kommen. Das ist nämlich ziemlich wichtig sogar. Auf geht's, wir müssen weiter. Auf, Schnecke, komm, Schneckche, los Schneckche. Wir müssen noch mal einmal zurück zu Iceland. Weil jetzt ist was Trauriges, uns frieren jetzt gleich wieder voll die Klöten ab, aber, und ihre schöne Möse wird erstmal austrocknen mal wieder, weil es sehr kalt ist, aber er ist eingefroren. Geht zur steifgefrorenen Heimtal. Zu schade, er ist steingefroren. Er war von seiner Arbeit wohl zu begeistert, ja? Leider. Jetzt benutzen wir nämlich das Orchikalgum, wo wir gefunden haben, und setzen es in diesen Maul rein. Es passt perfekt. Uff! Sieh nur, sie hat mich sich selbst aus dem Eis geschmolzen. Jawohl. Jetzt nehmen wir dieses Aalstück und dann gehen wir zu dem guten alten Mann. So, das läuft doch schon mal wie geschmiert. Benutzen wir den Laster. Lass uns zum Flughafen fahren. Aber mit Mopsgeschwindigkeit zu den Azoren. Du. Bam, 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 param, bam, bam, param, bam, bam, param, bam. Diese Musik ist so stimmig einfach dumm. Muss man ein bisschen tanzen. So, dann reden wir mal mit dem Guten. Klopf, klopf. Mr. Costa. Immer mit der Ruhe, ich komme ja. Sei hart, aber herzlich. Ich nehme an, Sie wollen was verkaufen. Solange es kein unbezahlbares Artefakt ist, will ich es nicht haben. Ich hörte, Sie wissen was über Atlantis. Hätten Sie eine Toilette, die ich mal benutzen kann? Hätten Sie eine Toilette, die ich mal benutzen kann, mein Hübscher? Ja. Und nein. Und nun gehen Sie endlich. Prima gemacht, Indy. Das hätte ich besser hingekriegt. Ja, sicher. Dann, jetzt ist sie noch beleidigt, wie jede Frau, ohne Witz. Beleidigte Leverwurst hier, ey. Entschuldige. Ja? Hier rede du mit dem Mann. Mit Vergnügen. Dann rede mit ihm. Klopf, klopf. Mr. Costa? Es ist hoffentlich wichtig. Er ist ein seltsamer Kauz. Sieh zu und lerne Dr. Jones. Oh, hallo. Hübsche, schöne Frau. Professor Costa, mein Name ist Sophia Hapgood. Madame Sophia, das bekannte Medium. Ich hoffe, mein Freund war nicht so aufdringlich. Er ist ein Freund von Ihnen. Nein, er war nicht aufdringlich. Nicht allzu sehr. Er muss nur lernen, etwas taktvoller zu sein. Sie sagen es. Er ist unhöflicher, als ich es bin. Wie kann ich Ihnen helfen? So. Was wissen Sie über Atlantis? Eines kann ich Ihnen sagen. Sie stehen gerade auf Atlantis. Was? Es ging nie unter. Zumindest nicht komplett. Okay. Was ist passiert mit den Atlanteanern? Nun, sie hatten eine Menge Pech, Dämonen und Teufel, und da gingen sie fort. Aber ihre Seelen haben mir mitgeteilt, es war größtenteils Pech. Okay. Was meinen Sie mit Pech? Feuer, Überschwemmung, Seuchen, das Übliche halt. Oh ja, klar. Was wissen Sie über Platos verlorenen Dialog? Was wollen Sie wissen? Wissen Sie, was in ihm steht? Können Sie ihn besorgen? Haben Sie ihn? Nö. Haben Sie ihn gelesen? Nö. Wissen Sie, was in ihm steht?
Nicht genau. Können Sie ihn besorgen? Leider nein. Wissen Sie, wo man ihn finden kann? Nun ja, das hängt davon ab. Diese Information tausche ich gern gegen ein seltsames Stück aus Atlantis, sowie ein gewisses Halsband, von dem ich gehört habe. Ich gebe mein Halsband niemals weg! Nun, wenn dann so ist, dann bieten Sie mir etwas anderes. Würden Sie mit meinem Freund ein Geschäft machen? Madame, Geschäfte mache ich mit jedermann. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Zu Ihren Diensten, Madame. Seien Sie nicht eingeschnappt. Er ist so ein süßer alter Kerl. Handeln wir. Gut, dann wechseln wir mal. Entschuldige. Ja. Ich glaube, du übernimmst besser. Okay, ich versuche es. So, dann versuchen wir mal das gute Stück zu machen. Wir müssen nämlich den Aalkopf da geben. Sie schon wieder, was wollen Sie? Wie wäre es mit einem kleinen Handel? Okay, was haben Sie? Ich biete dieses geheimnisvolle Aalfigur, ich biete dieses vergriffene Archäologe-Magazin, ich biete diese echte amerikanische Bullenpeitsche. Nee, wir machen es gleich richtig. Ich biete diese geheimnisvolle Aalfigur. Nun, das sieht mal interessant aus. Abgemacht. Nun hören Sie genau zu. Ich weiß nicht, wo er geografisch zu finden ist, aber der verlorene Dialog von Plato ist in der Akhen-Nazi-Sammlung, verstanden? Ich glaube schon. Die Akhen-Nazi-Sammlung. Sehr gut. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Die Akhen-Nazi-Sammlung? Weißt du was, Sophia? Ich glaube, das Bennett College besitzt die Akhen-Nazi-Sammlung. Oh, ein Versuchslabor irgendwo in Deutschland. Und da ist er, Dr. Obermann. Fantastische Neuigkeiten. Kernana, endlich! Sehen Sie, was Herr Jones uns freundlicherweise überlassen hat? Oh, was zum Teufel ist es? Es ist nicht unglaublich. Sina, Sie kommen wieder, um mir diesen prähistorischen Schnickschnack zu zeigen? Doktor, ich bin sicher, dieser Schnickschnack, wie Sie ihn nennen, stammt aus der verlorenen Stadt. Das haben wir versagt. Ich sehe keinerlei Anzeichen für das magische Metall, das Plato erwähnte. Ochikalgum. Sehen Sie hier. Im Boden versteckt ist diese kleine glänzende Perle. Oh, sie glitzert wie Feuer. Genau wie Plato es beschreibt. Ich würde vermuten, wir haben gefunden, wonach wir suchen. Ich vermute nicht. Ich muss es ausprobieren. Mein Gott! Wir haben es geschafft. Die Energie des Urans ohne jede radioaktive Strahlung. Und diese amerikanischen Wissenschaftler ahnen nichts. Das bringt mich auf eine Idee. Angenommen, stecke die Perle in den Mund der Statue. Oh, ein Riesenloch. Haben Sie das gesehen? Denken Sie an Lastwagen, die von diesen Perlen Energie beziehen. Denken Sie an Panzer. Ja, sogar Flugzeuge. Benutzen Sie Ihre Fantasie gerne. Denken Sie groß wie die Amerikaner. Fantastisch. Denken Sie an Bomben. Ja, das geht in die Hose. Aber sowas von. Eieiei. Die bekloppten Deutschen, obwohl wir selber Deutsch sind, aber trotzdem mit dem Spiel sind sie ja wirklich bekloppt. Also, warum schleppst du mich hierher?
So, das ist Caswell Hall, unser Lager für allerlei. Nein, Platos verlorener Dialog muss hier irgendwo sein. Brauchst du Hilfe? Du kannst nicht mitkommen, du hast kein Rückgrat. Ja, bitte, ich fürchte mich sonst. Spart dir deinen Sarkasmus, Jones. Wir treffen uns in deinem Büro. Alla gut, dann gehen wir erstmal hier jetzt hoch und schauen mal, wo es ist. Es sind nämlich verschiedene Orte, wo es sein könnte. Schauen wir mal den Stuhl an. Ist hier ein Kaugummi? Ein alter Stuhl aus dem Hörsaal. Ich wette, dass sogar ein Kaugummi darunter klebt. Ja, das hoffe ich auch. So, dann nehmen wir mal Kaugummi. Sehr schön, das Kaugummi brauchen wir nämlich erstmal. Wunderbar. So, aber ich gehe nochmal hoch, bevor ich das vergesse. Wir müssen was mitnehmen noch. Das könnte wichtig sein. So, erstmal gehen wir jetzt hoch und kletter das Seil. Benutze das verdammte Seil. Eieiei, dass du nicht das machst, was ich will. Meine Güte, unmöglich. So, da ist es. Das will ich mitnehmen, auf jeden Fall. So, sehr gut. Das können wir nämlich in Zukunft mal gebrauchen. So, jetzt versuche ich erstmal eins. Weil es kann sein, dass es hier drin ist, da wo es umgefallen ist, das hier. So, benutze das mit dem. Sehr gut. Und jetzt benutzen wir mal auf die Schrauben. Wir müssen halt jetzt gucken, wo das Buch ist. So, ja, benutzt du? So, einmal öffnet, es ist aufgeschraubt. Tatsächlich, stell dir mal vor. Unglaublich, du hast das nächste aufgeschraubt. Krasse Scheiße. Verdammt! Holy shit! Du bist der Burner Indie, ohne Witz. So, hier ist nichts Wichtiges. Okay, dann ist schon mal da nicht Platos Buch. Dann gibt es eine Option. Deswegen brauchen wir auch das Kaugummi. Benutzen wir mal das Kaugummi mit der Kohlenrutsche. So, ich klebe das am besten an meine Schuhe für besseren Halt. Klar. Und jetzt... Gut, du bist hochgegangen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Können wir irgendeine hier mitnehmen? Es ist aus Wachs. Okay, dann ist das schon mal das Richtige. Sehr schön. Gut, weil nämlich da drin dann der Platos-Dialog ist, öffnen wir und jetzt benutzen wir mal Wachs mit Ofen. Nun, sie ist geschmolzen. Ja, es ist sehr heiß. Ja, und jetzt nimm Ofen. Nein. Hä? Es ist sehr heiß. Wo ist es? Okay. Alles klar. Gut, das war vielleicht die falsche. Anscheinend. Komm, geh hoch. Ja, komm, geh hoch. Was? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Das ist schlüpfrig zum Raufklettern. Ja, dann benutze. Ja, ich weiß. Dass du einen besseren Halt hast, Bub. Dann geh hoch. So, was gibt's hier noch? Können wir das nehmen? Katzenfigur? Ne, das ist zu schwer, um es zu tragen. Okay. Was ist damit? Auch nicht. Eieiei. So. Aber es ist blöd, dass da nichts drin ist. Es ist sehr heiß. Das ist halt wirklich jetzt sau blöd. So, dann die große Kiste kann es halt jetzt nur noch sein. Da müssen wir halt wohl zur großen Kiste. So. So, benutzen wir gleich das Seil. So, und öffnen mal die Mayonnaise hier. Es gibt keinen Deckel, okay. Dann schau sie mal genauer an. Das war mal Mayonnaise, aber jetzt sieht es mehr aus wie Öl. Gut. Das ist ja optimal. So, benutze Mayonnaise mit dem Todesfall. Glüpp. Jetzt können wir sie ziehen, oder? Sehr schön.
Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, ich muss drücken. Ich muss noch drücken. Drücke. Verdammt. Nee, das war auch falsch. Zieh. Und nochmal zieh. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Nochmal ziehen, oder was? Kann ich nicht? Okay, dann kletter hoch. Markus glaubt, Polazidiana hätten dir geschnitzt. Okay. Sieht eher aus. Ja, dann geh hoch. So, brav. So, gut. Dann müssen wir jetzt mal hier gucken. So, Urne. Öffne mal die Urne. Das ist nämlich der Anfang. So, was haben wir hier? Sieht wie jemand dann Asche aus. Sehr interessant. So, was gibt's hier noch? Da ist noch eine Truhe. Öffne mal die Truhe. Ich kann den Deckel nicht heben. Okay. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Kobold. Was haben wir hier noch? Seltsame Statue. Aber schau mal das genauer an. Sieht wie jemandes Asche aus. Okay. Können wir das nehmen? Ah, es scheint etwas anderes drin zu sein. Ein Schlüssel. Genau, den Schlüssel brauchen wir. So, jetzt können wir wieder runter. Gut. Dann schieben wir jetzt mal oder drücken, was es sein muss. Gut, drücken. Benutze den verdammten hässlichen Schlüssel hier rein. Da ist ein Manuskript drinnen. Der verlorene Dialog von Plato. Nein! Unfassbar. Unfassbar. Wir haben ihn. Ja, nun habe ich endlich Platos Dialog in voller Länge übersetzt. Das griechische Original ist verloren, sodass ich den arabischen Text nahm, den ich in einem italienischen Kloster vor einigen Jahren fand. Nun frage ich, kann dieses seltene Buch das Geheimnis von Atlantis lüften? Vielleicht nicht, niemand wird es je veröffentlichen. Es wäre zu lächerlich, um sicher zu gehen, hat Askenazi eine Kopie. Charles Steinhardt, auch, der hat es tatsächlich gemacht. Hermokrates, in Schande widerrufe ich hier mit Kretias Ort und Zeit. Bei der Umsetzung ins Griechische irrte er sich um Faktor 10. Anstelle von 3000 Meilen kann Atlantis auch 30.000 Meilen weit weg sein oder nur 300 Meilen vor unserer Küste liegen. Ebenso kann es sein, dass das Königreich schon vor 100.000 Jahre oder erst vor 1000 Jahre unterging. Sokrates, wenn ein Königreich sich dort erhebt, wo kein Mensch es findet, würde wir nie davon hören. Die kleinen Zahlen müsste es also sein. Okay, deswegen gründete Atlantis zwei Kolonien, die kleine 170 Meilen nordwestlich der Stadt und die große 640 Meilen südöstlich. Tore des Königreichs öffneten sich nur mit Hilfe spezieller Steine, an den Vorposten genügend ein Sonnenstein, wenn Mittagslicht die Hörner badete. In der großen Kolonie brauchte man einen Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht brach. Um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltstein hinzugenommen, wenn die aufgehende Sonne die Nacht in den Bergen vertrieb. Nur die Andersgesinnte kam rein. Alles klar. Und es heißt, dass die Bewohner keine Pferde besaßen oder diese brauchten. Orchikalkum, das Metall, das wie Feuer glitzert, das war ihr Ersatz. Sie gossen es in kleine Perlen und nutzen diese wie wir Münzen. Zahlten Statuen, dass sie die Arbeit wie Magie taten, als ihre Kolonien untergingen, formten die Weise Bernstein, um damit nach dem Metall zu suchen. Doch nur das stolze Atlantis hat es bisher hervorgebracht. Sokrates, du nanntest das Reich wohlhabend, aber dies ist absurd. Als das Wasser um ihre Stadt anstieg, versuchten die Könige das Schicksal aufzuhalten. Da Sterbliche nie das Meer beherrschen würden, bauten sie eine Kolonie, Kolossus, der sie durch Orchikalkum 10 Perlen auf einmal zu Göttern machen würde. Nur Abdasul war ein solcher König. Er war, es sagen die Ägypter, der Männer in den Kolossus zwang und aus ihnen Monster der Natur machte, wenn die Himmelssphäre nach seiner Anweisung gut ausgerichtet waren. Sokrates, dies bezweifle ich, das sind Fabeln. Alles klar, wir haben endlich den wunderschönen, guten Dialog gefunden. Dann gehen wir jetzt zu Sophia ins Büro. Sehr gut. Optimal. Ab zu der hübschen rothaarigen Sophia. So, weiter geht's. Wenigstens können uns hier nicht die Eier abfrieren, weil nämlich natürlich, oder die Hoden eher gesagt, weil es ja hier warm ist wie Sau. Ich hab es.
Ich habe Platos verlorenen Dialog gefunden. Wirklich? Unser Dschungelfreund Steinehart hatte recht. Lass mich sehen. So, das brauchen wir ja nicht weiter zu gucken. Ich verstehe nicht ganz, wie uns das helfen soll, Atlantis zu finden. Ist es nicht offensichtlich, hast du nicht Platos Fehler um Faktor 10 bemerkt? Plato erwähnt Kolonien und Vorposten, die finden wir. Steinehart hatte uns sicher eine Menge sagen können. Ah, ist es nicht offensichtlich oder nee? Hast du nicht Platos Fehler um Faktor 10 bemerkt? Also er hat seine Zahlen etwas verwechselt. Warum soll das so wichtig sein? Platos Fehler wirkt sich also auch auf Entfernung aus. Wir finden Atlantis vielleicht gar nicht im Atlantik, okay? Dann sieht die Name ja noch auf. Platos Fehler wirkt sich also auch auf Entfernung aus. Ja und? Wenn Platos recht hat, liegt Atlantis im Mittelmeer. Du meinst 300 Meilen vor Griechenland anstelle von 3000? Ja, die Wiege der Zivilisation. Du könntest recht haben. Er sagte mir mal, er käme aus der Mitte der Welt, Mediterrania. Das ist der lateinische Ausdruck für das Mittelmeer. Genug mit deinen Fantasien, ich rede von Fakten, nein. Guter alter Nur Absal, ich beginne ihn zu mögen. Warte, sei ruhig. Ich empfange etwas. Treib es nicht zu weit, Sophia. Nein, dieses Orchikalkum ist ganz schön gruselig. Also, Mr. Saal, was ist das Geheimnis? Fühlst du dich wohlein? Also, Mr. Saal, was ist das Geheimnis? Hab Geduld. Er ist verloren gegangen. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich ihn heimbringen kann. Unter den Artefakten, die Kerner gestohlen hat, war eine Steinscheibe mit einem Loch in der Mitte. Ich bin sicher, es war einer der drei Steine, die bei Plato erwähnt werden. Und ich habe diese Scheibe nicht gefunden. Ich habe sie von Omar al-Jabbar gekauft in Algier. Warum soll denn er uns helfen? Haben wir nicht genug von diesen Idioten geredet? Warum sollte er uns helfen? Oder war es allein Trottier in Monte Carlo? In jedem Fall Algerien oder Monte Carlo. Eines weiß ich ganz sicher. Du brauchst alle drei Steine, wenn du Atlantis finden willst. Also ich bin reisefertig. Wie werde ich Trottier und Al-Jabbar finden? Ich werde gehen, aber du bleibst hier. Nein, vielleicht sollte mir das Ganze abblasen. Nein. Also ich bin reisefertig. Nicht so schnell. Zuerst werde ich dir dein Schicksal vorhersagen. Sieh in meine Augen. Tief in meine Augen. Zum Teufel nochmal. Ich beiße nicht. Nun halt still. Du bist ein bemerkenswerter Mann, Dr. Jones. Du besitzt große Charakterstärke. Du bist ein findiger Denker. Immer darauf aus, die letzten Rätsel des Lebens zu entschlüsseln. Ich könnte niemals den Wegen deines labyrinthartigen Geistes folgen. Also kann ich dich auf dem verschlungenen Weg nach Atlantis nicht begleiten. Du hast recht, ich werde mich allein durchrätseln. Nein, ich wollte dies lieber mit dir zusammen angehen. Ich will lieber etwas mehr Action. Nein, ich wollte dies lieber mit dir zusammen angehen. Bist du dir wirklich sicher? Ja, ich bin sicher. Lass uns als Team arbeiten. Okay, wenn das deine Meinung ist, gehen wir gemeinsam. Aber keine dummen Ideen, ich bin der Leiter der Show. Nein, lass uns los, dann können wir heute Nacht noch starten. Bleib aus meinem Weg und du wirst nicht verletzt, okay? Lass uns los, dann können wir heute Nacht noch starten. So lässt das so romantisch klingen. So Leute, das war's mit der dritten Episode. Wir sind hier auf der Weltkarte und wir sehen uns morgen wieder und dann machen wir weiter. So wie es aussieht, habe ich den Teampfad gewählt oder der Denkpfad, aber das werden wir jetzt im Nachhinein herausfinden, ob es der Denk- oder der Teampfad ist. Das werden wir nämlich durch die verschiedenen Aufgaben dann herausfinden. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ihr wisst, abonniert uns nämlich, das ist gratis. Ansonsten, ihr wisst, lasst einen Daumen nach oben da und empfehlt uns weiter. Euer Davy, bis morgen. Tschüssi.
Tarkowski.